Wenn du dieses Video siehst, dann wirst du höchstwahrscheinlich erfolgreich. Aber was genau meine ich damit? YouTube hat dir dieses Video nicht einfach so angezeigt, sondern YouTube weiß, was du möchtest und wie du denkst. Und höchstwahrscheinlich wirst du schon einige Leute gesehen haben, die dir einfach vor der Kamera oder vor dem Mikro sitzen und dir irgendwas von Erfolg erzählen wollen. Und ich bin wahrscheinlich einfach der Nächste, aber du kannst es jetzt als Zufall sehen oder als Schicksalsschlag. Und ich möchte jetzt dir dabei helfen und ich möchte dir einfach nur mal eine Message mitgeben. Wir Menschen, wir sind dazu designed, Fortschritt anzustreben. Viele Leute haben es vorgemacht. Ich selber sitze gerade im 32. Stock und sehe unendlich viele andere Skyscraper, genauso wie ich Flugzeuge vor meinem Balkon sehe. Und Elon Musk hat jetzt geschafft, seinen Booster von der Rakete zu fangen und so weiter. Das sind alles Menschen, die uns schon vorgemacht haben, was es heißt, Entwicklung und Fortschritt anzustreben. Und dazu sind wir Menschen designed. Und das alles musst du für dich nutzen. Du musst die Möglichkeiten, die heutzutage da sind, für dich nutzen. Und du musst realisieren, dass du selber das auch tun kannst. Du bist nicht einfach nur irgendwer, der irgendwo reingeboren wurde, und Menschen, die etwas in diesem Leben erreicht haben, sind besonders und du kannst es nicht. Du musst realisieren, dass du selber genug bist. Du musst es nur genug wollen. Du musst den Weg gehen. Du musst lernen. Du musst strugglen. Du musst die schlechten Seiten des Lebens durchleben, daraus wachsen und nochmal wiederholen und so weiter, bis du irgendwann mal da ankommst, wo du bist. Und deswegen ist es auch für dich wichtig, das zu realisieren. Aber das reicht nicht. Setze dir in diesem Leben Ziele und packe diese Ziele an der Wurzel, um wirklich mit voller Kraft vorauszugehen. Und das, was ich dir jetzt mitgeben kann, ist einfach mal eine kleine Story, wie alles bei mir angefangen hat. Und zwar, ich war damals jemand, dem es sehr schlecht ging. Mir ging es sehr schlecht. Ich hatte eine Hautkrankheit, ich wollte mich selber umbringen, ich hatte Suizidgedanken und so weiter. Aber irgendwann mal habe ich mich gefragt, ob das wirklich alles vom Leben ist. Ob ich wirklich das bin, wofür ich mich selber halte. Oder ich nur das bin, beziehungsweise ich mich dafür halte, was die Gesellschaft von mir gemacht hat. Ich habe mich angeschaut, ich hatte meine Hautkrankheit und ich hatte schlechte Familienverhältnisse und so weiter. Und ich dachte, ich bin der Typ, der in diesem Leben einfach nur verflucht ist. Aber so war es nicht. Ich habe es selber dahin getrieben. Hätte ich aber schon vorher realisiert, wozu wir Menschen fähig sind, dann hätte ich es geschafft, da früher rauszukommen und ich wäre schon viel früher an das Glück des Lebens so gesehen geraten, beziehungsweise wäre selber glücklich. Und das ist nicht einfach nur Erfolg, sondern ich habe Freunde um mich herum, für die ich dankbar bin. Ich habe eine Beziehung, für die ich dankbar bin. Ich habe Erfolg, für den ich dankbar bin, für den ich hart gearbeitet habe. Aber das alles hatte ich nicht schon immer. Und dafür musste ich hart arbeiten und genau das musst du realisieren. Wenn du nicht anfängst, bestimmte Taten umzusetzen, dann wird es für immer so bleiben, wie es jetzt ist. Gib dich nicht zufrieden mit dem Durchschnitt. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was die Menge sagt. Mach dein eigenes Ding. Leb dein Leben, so wie du es möchtest. Denn wenn du es nicht tust, wird es jemand anders. Und das musst du realisieren. Aber zurück zu meiner Geschichte. Und zwar war ich damals von Suizidgedanken geplagt und ich dachte, ja, das Leben ist vorbei. Es ist vorbei. Ich werde in diesem Leben nichts mehr tun. Andere Leute sind erfolgreich, aber ich bin wahrscheinlich nicht dafür gemacht. Andere Leute sind glücklich, aber ich bin wahrscheinlich nicht dafür gemacht, den Umständen entsprechend durch die Schicksalsschläge, die ich erleiden musste. Aber wie gesagt, ich habe realisiert, dass nur ich dafür zuständig bin. Habe mich dann irgendwann mal im Spiegel angeschaut und gesagt, es reicht. Es wird Zeit, etwas zu verändern. Und dann habe ich angefangen, nach Lösungen zu suchen. Und so wie es halt ist, als Normalsterblicher würde ich mal behaupten, Normaldenkender würde es, glaube ich, eher treffen, nicht Normalsterblicher, keiner von uns ist unsterblich, habe ich angefangen, nach Lösungen zu suchen. Und die erste Lösung, die mir in den Kopf kam, war natürlich, hab mehr Geld. Und ich habe angefangen, nach Lösungen zu suchen. Ich habe angefangen zu googeln, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich Geld im Internet verdienen und so weiter. Dann kam ich irgendwann aufs Trading, dann habe ich das Trading gelernt, ich habe das Trading gemeistert, ich habe eine lange Story gehabt, könnt ihr euch das ganz alte Video anschauen, noch mit der scheiß Production und so weiter, das allererste Video auf diesem YouTube-Channel, könnt ihr euch anschauen, da habe ich auch noch mal ein bisschen darüber getalkt, ein bisschen mehr darüber erzählt. Aber wie gesagt, irgendwann mal das Trading dann gesehen, keine Konkurrenz, okay, cool, ich fange das Trading an, habe es gemeistert, wurde somit frei, finanziell frei. Aber ich bin wieder in dasselbe Loch gefallen. Ich bin in dasselbe Loch gefallen, war wieder depressiv und ich wusste nicht, wohin mit meinem Leben. Weil ich nicht realisieren konnte, was ist los. Ich habe jetzt das, was ich immer wollte, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Bis ich realisiert habe, aha, das ist nicht alles, sondern Entwicklung und Fortschritt. Und das ist die Message, die ich, wie gesagt, in diesem Video mitgeben möchte. Du musst Fortschritt und Entwicklung anstreben, denn nichts anderes macht uns Menschen glücklich. Alles wird irgendwann mal zu einer Gewohnheit.
Du hast den Lamborghini, er wird zur Gewohnheit. Du hast die schöne Uhr, es wird zur Gewohnheit. Du hast das schöne Haus, es wird zur Gewohnheit. Du hast das Penthouse, es wird zur Gewohnheit. Egal was es ist, es wird immer zur Gewohnheit. Aber das, was niemals zur Gewohnheit wird und was wirklich unendlich ist, ist der Fortschritt und die Entwicklung. Und deswegen ist es so wichtig, sein volles Potenzial als Mensch auszuschöpfen. Denn wenn du denkst, dass Geld deine Probleme lösen wird, wird es nicht. Du musst weitergehen. Immer weiter, bis es irgendwann mal vorbei ist. Denn es gibt kein Ziel im Leben. Denn wenn es Ziele geben würde, dann hätte sie bereits schon jemand erreicht. Aber es gibt zu viel Arbeit, zu viele Pläne und zu viele Ziele für dieses eine Leben. Aber das, was wir tun können, ist so weit wie möglich nach vorne zu gehen, um das Bestmögliche zu erschaffen, um das Bestmögliche rauszuholen. Denn jeder von uns wird irgendwann mal von dieser Erde gehen. Aber die Frage ist, wie gehst du von dieser Erde? Kannst du sagen, dass du weit genug gegangen bist? Kannst du sagen, dass du wirklich dein volles Potenzial ausgereizt hast? Kannst du sagen, dass du wunschlos glücklich warst? Kannst du das? Wenn nicht, beziehungsweise wenn du dir jetzt gerade denkst, dass wenn du jetzt sterben würdest und es wäre nicht so, dann musst du dir wirklich ernsthafte Gedanken machen und wirklich dein Leben überdenken. Ansonsten wirst du es im Nachhinein bereuen. Wie gesagt, ich hatte Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, es ist vorbei, wo ich jetzt daran zurückdenke und mir denke, fuck, zum Glück habe ich es nicht getan, denn es wäre so eine Verschwendung gewesen. Und egal wie aussichtslos eine Situation erscheint, ein guter Spruch, den ich selber geschrieben habe, die mächtigsten Gedanken erscheinen in aussichtslosen Situationen. Sie sind so mächtig, dass keine Situation mehr aussichtslos erscheint. Und das ist das, was ich lernen konnte. Und du musst diese Situationen nicht durchleben. Du musst nicht am Boden sein. Du kannst aus meinen Fehlern lernen und das annehmen, was ich dir sage. Weil ich war da und ich wünsche es niemandem, dass er jemals in dieser Position sein wird. Aber das, was ich wirklich jedem wünsche, ist, dass er sein Leben in vollen Zügen auslebt. Denn das Leben ist hier nur temporär. Jeder von uns wird irgendwann mal gehen, aber wie du gehst, ist die Frage. Gehst du glücklich? Kannst du sagen, dass du wirklich alles getan hast, was du jemals dein Leben tun wolltest? Ich bin mir sicher, dass Arbeiten an der Maschine, so wie wir es normalerweise gewohnt sind in der normalen Gesellschaft, dass das dich ein Leben lang nicht glücklich machen wird. Schau dir die ganzen Rentner an, die mit 65, 70, wann auch immer in die Rente gegangen sind. Denkst du, diese Menschen sind glücklich? Denkst du, diese Menschen bereuen nicht? Aber sie waren eingeschränkt und sie wussten nicht, dass mehr geht. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, weil du dieses Video angezeigt bekommen hast, wirst du höchstwahrscheinlich anders denken. Und weil du jetzt schon so weit bist und ich dir das gerade erzähle und du dir dieses Video anschaust, solltest du realisieren, dass du schon zu tief drin bist, um jemals wieder zurückzugehen. Denn wenn du verstehst, beziehungsweise wie du gerade von mir gehört hast, dass du die Möglichkeit hast, alles zu machen und alles zu erreichen, aber es trotzdem nicht tust, dann wirst du ein Leben lang unglücklich sein. Das ist wie, wenn du in der Traumbeziehung warst und du hast die Frau über alles geliebt und diese Frau hintergeht dich dann irgendwann. Und du wirst ihr immer hinterherheulen und wirst immer denken, fuck, warum ist es so passiert? Hätten wir geheiratet, hätten wir Kinder bekommen und dann wäre alles so schön und so weiter. Ja, wäre es. Aber du kannst diese Zeit nie wieder zurückdrehen und es ist halt nun mal so passiert. Aber der Unterschied ist, dass wenn diese Frau dir fremd geht, dass es ihre Entscheidung war. Aber wenn du dieses Leben nicht so nutzt, wie du es möchtest und wie du es kannst, dann wirst du dafür verantwortlich sein. Und du wirst dir selber immer wieder an den Arsch treten. Und wenn es von dir selber kommt, dann wird es dich umso mehr enttäuschen. Also, wie gesagt, du hast dieses Video nicht ohne Grund gesehen. Packe diese Motivation, packe diesen Switch in deinem Verstand und nehme ihn und nutze ihn für dich. Entwickle Fähigkeiten, werde besser, werde schlauer, werde intelligenter, werde reicher, werde glücklicher. Mach was aus deinem Leben. Du hast nur dieses eine Leben. Du kannst nie wieder zurück. Nie wieder. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Jede Sekunde, die tickt, ist vorbei und sie kommt nie wieder zurück. Nie wieder. Und das musst du verstehen. Und es liegt mir so sehr am Herzen, weil ich wirklich sehr, sehr viele Menschen dabei beobachtet habe, vor allem auch aus meinem alten Umfeld, weil ich aus einem kleinen Dorf in Deutschland komme, wo die Leute ihr Leben einfach nicht nutzen, sondern einfach wirklich nur neidisch sind und denken, alles ist verarscht und es funktioniert nicht, weil sie einfach kein Vertrauen in sich selber haben, weil dieses ganze System sie dazu getrieben hat und so weiter. Aber du musst realisieren, das System ist nicht gegen dich, denn manche Leute schaffen es ja. Ich habe es geschafft und Hunderte, Tausende von Leuten vor mir haben es auch geschafft. Das heißt, das System ist nicht gegen dich, sondern für dich.
und das musst du für dich realisieren. Und denk nicht, dass alles scheiße ist und nichts funktioniert und du bist geplagt vom Leben und du bist verflucht und reich sein und glücklich sein ist nur was für die Leute, die da reingeboren werden und so weiter. Das sind alles Ausreden. Es reicht. Ab dem heutigen Zeitpunkt keine Ausreden mehr, nur noch Taten, nur noch Gas geben, nur noch wirklich 100%ige Kraft voraus, um dein gewünschtes Leben zu erschaffen. Denn keiner wird es für dich tun. Nichts wird vom Himmel einfach kommen und wird sagen, ey, ich mach dich jetzt frei. Es erfordert harte Arbeit, es erfordert Schweiß, Tränen und Blut. Ja, das hat dir schon 100-mal jemand gesagt, aber ich sag's dir auch nochmal. Du musst es durchleben. Du musst es. Denn erst dann schmeckt es auch oben. Denn wenn du etwas einfach geschenkt kriegst, dann willst du es sowieso nach einer gewissen Zeit nicht mehr haben. Aber wenn du es dir selber erarbeitet hast, dann kannst du es auch genießen. Aber wichtig auch hier, nicht nur bis einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten. Nicht einfach nur sagen, ey, ich möchte reich werden und dann fahre ich den Lambo und dann kann ich bei mir in meinem Dorf flexen. Nein, es geht immer weiter. Denn das wird dich nicht glücklich machen. Wenn du denkst, dass es dich glücklich machen wird. Ich dachte es auch, aber es macht mich nicht glücklich. Es hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich habe viele Leute dabei beobachtet, denen dasselbe widerfahren ist. Genauso wie ich mit schon sehr, sehr vielen Leuten gesprochen habe, die schon wirklich weiter sind als ich, die mir genau dasselbe gesagt haben und auch genau dasselbe auf dem Weg mitgegeben haben, dass nichts sie so glücklich macht. Du wirst wahrscheinlich dich ein bisschen wiedererkennen in der Hinsicht, dass du sagst, ey, wenn ich an seiner Position wäre, würde ich aufhören zu arbeiten. Ja, das sage ich auch zu anderen, beziehungsweise habe ich damals auch gesagt, zu einem Elon Musk, der 200 Milliarden plus schwer ist. Wenn ich an seiner Position wäre, würde ich auch nicht mehr arbeiten. Doch, weil das ist das Einzige, was uns Menschen am Leben hält. Fortschritt und Entwicklung. Denn wenn es nicht so wäre, dann wären wir Menschen nicht da, wo wir heute sind. Und das musst du realisieren. Also, meine letzte Message an dich. Nutze diese Motivation. Nutze, dass du die Möglichkeit hast, andere Dinge zu tun. Nutze es, dass du die Augenbinde abgenommen hast, während andere wirklich noch blind durchs Leben laufen, du die Welt mit vollen Augen sehen kannst. Wie gesagt, dein Leben ist von dir abhängig und wenn du es nicht schaffst, bist du dafür verantwortlich, zu 100%. Du kannst niemandem die Schuld dafür geben. Nicht deinem Arbeitgeber, nicht deinen Umständen und nicht dies und nicht das. Es gibt viele Leute, denen geht es viel, viel schlimmer als dir, die sich wünschen würden, an deiner Position zu sein, an deiner Ausgangsposition, um danach weiterzugehen. Aber denen geht es noch viel schlimmer. Aber selbst die Leute, denen es wirklich sehr, sehr viel schlimmer geht, selbst davon haben es Leute geschafft und sind nach oben gekommen. Und du könntest auch der Nächste sein. Also, realisiere es, nutze es für dich, gib Gas und mach diese Welt zu einem besseren Ort. Treibe diese Welt voran mit deinen eigenen Ideen, mit deiner Individualität, mit deinen Innovationen und so weiter. Also, Freunde, holt das, was euch zusteht und wir sehen uns.